Darf ich vorstellen, da müssen wir hin, das ist Delta Pavonis, weil da ist der Planet Bode und Bode soll, ich glaube, das nächste Artefakt haben, oder? Wollen wir mal gucken gehen. Und dann müssten wir die Hauptquest eigentlich schon wieder... Okay. Thanks for responding to my hail. We've been trying to contact you about your ship's extended warranty. Your warranty coverage has expired or is about to expire. Due to the uncertainty of the political situation in the settled systems, we think now is a great time to renew. Willst du mich verarschen? Der will mir meine Garantie meines Schiffes verlängern. Nein, danke. It sounds like you're not interested in hearing more. That's too bad. We'll continue to reach out to you with additional opportunities. Thank you. Wer zum Henker war das? Ich fliege da mal hin. Warte mal. Kann ich den irgendwie scannen? Ich will den scannen. Warte mal. Geht das? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, der haut ab. Egal. Ich dachte erst, das wird so eine Schutzgelderpressung, aber keine Ahnung, was der von mir wollte. Der wollte mir meine Garantie verlängern. Ich habe gar keine Garantie auf das Schiff. Ich habe das selber gebaut. Napfsülze. So. Frage mich, was passiert hätte, wenn ich... was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, ja, erzähl mir mal mehr drüber. Garantieverlängerung. Ich glaube, es hackt. Ich rette euch. Ich rette euch. Wer ballert denn da wie ein Wilder? Du bist es. Guck mal, du bist ja nur Level 6. Was willst du denn von mir? Lausi. Was? Was? Gegnerische Rakete. Das ist ein... Ist der gerade gegen das Ding geflogen? Ich weiß nicht. Bleib doch mal hier. Jo, Maul ist die Maul. So, noch ein. Jetzt sagen wir, haben noch einen. Ein Hunderte. Oh, der ist schon Level 20. Schon ein bisschen herber. Hier geblieben. Da ist ein. Aua. Ja. Gleich bist du fällig, mein Freund. Bleib hier. Feuer. Unangenehmer Zeitgenosse. Schönes Schiff, nehme ich. Ah. Ja, so sieht's aus. Komm, entern? Nein, kann man nicht. Okay. Level 22. So. Noch mehr? Nein. Das ist ein Ghost. Was ist das? Nee, keine Ahnung. Hier müssten aber irgendwo noch Trümmer rumgondeln. Crimson Horn, ist das Trümmer? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Was ist denn diese Anzeige da, Graf? Keine Ahnung, was die Anzeige da ist. So, der Boost ist erstmal ausgelaufen, aber ich will da nur die Sachen haben. Ich schmeiß mal ganz kurz hier so eine Schiffsreparatur an. So, Aluminium, Wolfram, nehmen wir die Schiffsteile, nehmen wir auf jeden Fall. So. Credits nehmen wir auch. Schiff, glaube ich, ne? Ja. Aber das ist kein Schiff.
Antrieb. Nehmen wir mal Schilde 2 weg, einen in den Antrieb. Damit wir an den schneller an das gute Zeug rankommen. Na komm. Wolfram, adaptive Rahmenschiffsteile nehmen wir auch. So, haben wir noch irgendwas? Was ist das? Das ist ein Schiff. Da ist eine Crimson Fleet. Da ist ein Ranger. Na, das ist da. Ich will das da inspizieren. Herrschaftszeiten. So, der ist noch 3-4 weg und der. Na, fliegen wir erstmal zu dem. Der letzte. Hat sich doch der Flug hierhin schon mal gelohnt. Allein für die Erfahrungspunkte und für die abgeschossenen Schiffe, die ich ja brauche, um endlich die Schiffe, die B-Schiffe freischalten zu können. Hat einen Drucktank auch dabei. Okay. So, das wäre dieses gewesen. Jetzt wollen wir natürlich auf dem Planeten landen. Hier auf Bode. Da. In der Hanghöhle. Sehr gut. Was ist das für ein Fuzzi? Schön sieht's aus. Wenn das jetzt alles noch seamless wäre, wie in Star Citizen, wäre das alles. Aber nein. Was ist dafür gut? Was ist das? Hör auf zu meckern. So. Dann gehen wir uns mal das nächste Artefakt holen oder keine Ahnung, was wir hier sollen. Hat er ja nicht genau gesagt, der Wladimir. Der hat nur gesagt, hier ist irgendwas, aber was hat er nicht gesagt? So. Und ist schön hier. Hier ist gar nichts. Ich sehe jetzt zumindest nichts. Wo müssen wir denn hin? Warte mal, da? Ja. Was gibt's hier? Hier gibt's Aluminium. Mit Beryllium. Plutonium, alles klar. Feine Sachen gibt's hier. So, ist das da hinten die... Doch, das ist die Höhle. Alles cool. Ja, wobei, warte mal. Das sind zwei Sachen, ne? Also, warte mal, das ist ein... Eine Hanghöhle oder was ist das? Das ist unbekannt. Aber eigentlich soll ich da oben hin. Aber hier noch die letzte Ressource zu entdecken. Und da zum Beispiel? Nee. Dahin? Nee. Da rein? Okay. Hinein in die gute Stube. Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen über unseren Herrn und Erlöser. SpongeBob sprechen. Ah! Er will aber nicht mit uns sprechen. Ja. Machen Sie nicht alles kaputt, der Herr hier. Ich wollte es gerade hacken, aber wir sind hier. Das ist das falsche Spiel.
Kuckuck. Hallöchen. So. Aus die Maus. Eine Orange kannst du behalten. Trauma-Pack nehmen wir. Was ist das? Ein Teppichmesser brauchen wir nicht. Seafood regeneriert Gesundheit. Nehmen wir. So, was haben wir da drin? Gib nochmal her. Ein Schwerelosdraht. Bevor ich hier weiterlatsche, da hinten war irgendwas zum Abbauen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Frage, wo müssen wir jetzt lang, ne? Wow, tief. Da runter müssen wir. Will ich hier runter hopsen? Na, da hopsen wir mal nicht hin, ne? Irgendwo ist hier was. Irgendwo ballert hier gleich irgendwas. Wetten das? Ballert niemand. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ist nur ein Bett. Oder müssen wir doch weiter runter? Bin mir da nicht sicher. Das sieht so aus. Da unten ist irgendwas am... Hört ihr das? Hallo? Irgendwas ist da. Da sollten wir vielleicht nicht runterhopsen. Ah! Hab's doch gesagt, dass da was piept. Schon mal einer sagen, bei mir würde es piepen. Aha. So, was ist das? Regeneriert Gesundheit. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ihr piepst nicht mehr, aber... Guck, guck. So. Dramatische Musik kann aufhören. Wir sind fertig. Plutonium. Sieht auch noch gut aus. Solange uns hier nur automatische Geschütze erwarten, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Trotzdem speichere ich mal. Hallöchen. Nein. Noch was zum Abbauen. Eine ganze Menge sogar. Ich glaube, Plutonium ist relativ wertvoll. Noch weiter runter ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Plutonium wertvoll oder nicht? Ich glaube, da ist das Artefakt. Aber irgendwas gefällt mir an der Höhle hier nicht. Scheint
Rad geben. Boah, der hat mir mit einer... Moment. Wo ist er hin? Treff den nicht. Wo ist denn der? Wo ist der Putzi? Dass man die nicht looten kann. Dass man das hier nicht abbauen kann. Das ist leider auch... Oder warte mal, kann ich das einsammeln? Nee, kann ich auch nicht. Wie baue ich das? Keine Ahnung, wie man das abbaut. So, wo ist das? Ah, der Markt. Kann mir das einer... Da. Klemmt's da drinne. Nimm das. Machen, um das an das Artefakt zu kommen, Freunde. So. Das ist neu. Sieht schon mal interessant aus. Füge die Artefakte der Sammlung hinzu. Okay, das kriegen wir hin. Aber ohne Witz jetzt. Hier diese... Dieses Material, da muss man doch irgendwie rankommen. Jetzt sag mir nicht, dass ich bisher einfach nur nicht lange genug drauf gezielt habe. Hä? Warte mal, das eine habe ich jetzt abgebaut und das geht jetzt nicht mehr. Ah, man muss wirklich massiv lange drauf rumrödeln. Oder wie sehe ich das? Nee. Interessant. Okay, und wofür ist es gut? Das Kalumit? Wir wissen es nicht. Wir lassen es auch erstmal in Ruhe. Ich guck mal ganz kurz, ob ich überladen bin. Nein. Das ist auch gut so, weil solange ich nicht überladen bin, kann ich die Schnellreise machen. Kann man das hier mitnehmen? Jetzt bin ich wahrscheinlich überladen, ne? 43. So, wir lassen das mal kurz. Wir nehmen mal die Schnellreise. Ja. Weil ich habe keine Lust, hier wieder rauszuklettern. Mal kurz nach. Füge die Artefakte zur Sammlung hinzu. Das sind tatsächlich alle Sachen gewesen. Ein Licht in der Dunkelheit findet Stories für SNN. Das ist auch, das ist auch, das ist auch, das ist auch. Also, wir fügen jetzt erstmal die Sachen wieder zusammen. Und zwar bei der Loge. Wo denn? Ja. Auf zur Loge. Und dann haben wir ja eigentlich schon wieder sämtliche Story-Quests gemacht und können uns überraschen lassen, was da auf uns zukommt. Kraft und Hilfe, sprich mit Wladimir. Kann ich jetzt erstmal... Ich will das erstmal hier reinpacken. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? Eine Glaubenskrise. You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Nö, das frage ich mich nicht. Noel hat recht, wir müssen weiter an uns glauben. Genau, warum so ernst? Why so serious?
I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. Du hast I just hope Helm that this auf. Journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, will er mich jetzt anpumpen? We need work done. Er sagt, die Technik wäre kaputt. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Na gut, es scannen. Es beeindruckt mich wirklich, wie viel das Auge gesehen hat. Moment mal, was soll ich? Du kannst auch andere Leute fragen. Yeah, she's an old station. Be ready for retirement by the stretch of a human life. Took a lot of modifications to tune into the anomalies. Give you the down of it. Were it not all of the repairs we need will take. Compatibility across the years tends to fray. Need more than just the you and I. Ask around. A few constellations are already on their way up. 750 Artefaktsammlung aktivieren. So, warte mal, was ist denn jetzt der Auftrag? Begib dich zum Auge. Genau, er braucht Reparaturhilfe beim Auge. Sprich mit Wladimir, um die Tempel zu finden. Reise zu... Ne, warte mal. Zum Auge und mit Wladimir sprechen. Naja, das ist ein und dasselbe fast, oder? Was passiert, wenn ich das aktiviere? Gar nichts. Okay. Wladimir. Jetzt ist der abgehauen. Okay, wir gehen zum Auge. Warte mal, können wir da nicht hier direkt... Wo ist denn das Auge? War das? Da ist es doch. So, das Auge reisen. So, dann haben wir da gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da können wir mit Wladimir reden und ihm bei der Reparatur helfen. Da angeflogen, ich weiß es nicht. Andocken. So, auf zu Vladi. Wladimir, was ist das Problem? Warte mal, bevor wir zu Wladimir gehen. Inventar, nee. Schiffsinventar, Frachtraum aus dem Inventar. Wir müssen ein paar Sachen ablegen. Munition, Hilfe, Notizen, Ressourcen. Die brauchen wir nämlich alle nicht. So, wie viel hat das Schiff jetzt Platz? Steht nirgendwo. 1500. Langsam hat das Schiff auch keinen Platz mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Fürchte, ich muss mal ausmisten. Oder ein neues Schiff bauen. Vladi. So. Da wäre einmal die Hilfe mit der Reparatur und Wladimir hat. Ach, jetzt will er erstmal, dass ich ihm helfe. Was sollen wir hier machen? Gehen wir hier Verbindung testen. Erfolg, fantastisch. Okay, schau bei Alan vorbei. Also, Computer haben wir getestet. Müssen wir echt hier die Station wieder in Gang bringen. Was müssen wir denn hier machen? Super.
So, sprich mit Vladimir. Was will? Forgot to check the math on a few equations. The brain's long gone. Forgetfulness. You color the wrong wires. Station showing red. Ich habe gar nichts verkabelt. Wir sind auf Probleme gestoßen, auch wenn ich mit Sarah noch gar nicht geredet habe. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Oh, I should have checked the compatibility when we made the order. I can stay with you until we get all this fixed. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Nochmal 700. Okay, sprich mit Vladimir. Jetzt können wir nochmal mit Vladimir sprechen, wegen den Tempel jetzt. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. Oha. Andere Artefaktsammler sind unterwegs. Ein gewisser Captain Petrov. Wird es wohl nicht so einfach rausrücken? Okay, der hat schon ein Artefakt. Reached out through my hand to hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Wir sollen es von ihm stehlen. Warte mal, Vladimir, ich stehle nicht. Glaubst du, Petrov weiß über das Artefakt Bescheid? He's got a reputation for seeing the gold in things, but he's no lab coat. Okay. Thinking he knows it's unique, er ist also ein Plünderer und hat keine Ahnung, was er all da more hat. Reason to clutch tightly. Das heißt, wir klauen es. Left the life of a Jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Alles klar, ich bin bereit zum Aufbruch. Catch a smile out there. So. Das wäre das. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Reise zur Scow, genau, das ist die. Sprich mit Vladimir, um Tempel zu finden. Warte mal, ich muss noch mit Vladimir reden. Nochmal mit Vladimir reden. Never regretted coming out of retirement. Gib mir mal noch ein paar Tempel. The eyes showing signs over another one of those big anomalies. Here, catch a smile. Ja. Das klingt nur noch einer, oder? Erwirbt die Kraft auf Bessel 3-8. Okay. Und die Scow hat auch noch einen Artefakt. So, wer bist du? Du bist Barrett, du kommst jetzt mit mir. Ich hoffe, das machst du automatisch. Ah, home sweet home. Home sweet home. Where did I leave my cozy slippers? Was erzählt er da? Der ist doch gerade erst hierher gekommen. Okay, was machen wir denn? Holen wir das Artefakt von dem Schmuggler? Und ja, eigentlich hätte ich da Bock drauf. So, abdocken. Und das Artefakt von dem, warte mal, das erste, was wir allerdings machen, ist. Aber wir haben sogar noch einen zur Verfügung. Packt man den Graf Drive. So, jetzt. Reise zur Scow haben wir schon ausgewählt. Sehr gut. Ja, dann holen wir erstmal das Artefakt von den Schmugglern zurück. Ist er jetzt gereist? Ja. Wir fliegen da gleich wohl gegen, Freunde. So, da ist die Scow. Und wie wir uns die Scow angucken, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.